Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade mitten in der Innenstadt in Hamburg. Es ist voll schönes Wetter heute und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich ganz, ganz doll, denn ich habe einen richtig coolen Termin gleich. Und zwar färbe ich mir meine Haare und zwar braun. I know. Ich gehe mit diesem Gedanken schon einige Wochen rum und überlege die ganze Zeit hin und her. Und jetzt habe ich mich eigentlich relativ spontan doch dazu entschieden, es jetzt wirklich zu machen. Ich war echt länger unentschlossen. Ich bin vage und bei mir ist es wirklich ganz, ganz schlimm, mich zu entscheiden. Den einen Tag denke ich mir wieder, oh mein Gott, ich will komplett weiße Haare wieder. Dann den anderen Tag denke ich mir, ich will braun. Also es ist wirklich schlimm. Ich war jetzt ein Jahrzehnt blond. Ohne Pause. Und heute, jetzt sind die letzten Minuten angebrochen meines Blondseins. Und ich habe niemandem was davon erzählt. Okay, ein paar Arbeitskollegen schon. Aber ich habe meinen Freundinnen gesagt, dass ich das überlege zu machen, aber auch nicht weiß. Und die meinten, ja, mach. Live, also mein Mann, hat mir auch gesagt, er würde das schön finden. Ihm habe ich nichts gesagt. Ihn werde ich nachher überraschen und die Reaktion mal filmen. Also ich werde nicht ihn filmen, weil er mag das nicht. Aber ihr werdet das trotzdem mitbekommen, denke ich mal, wie er reagiert. Und vielleicht rufe ich auch ein paar Leute an, beziehungsweise auf FaceTime ein paar Leute, meine Mama und meine Schwester, und filme deren Reaktion, mal schauen. Aber ich habe einen Friseur mir rausgesucht, hier mitten in der Innenstadt, von dem ich denke, dass der ganz gut sein wird. Also ich habe mir, den habe ich auf Instagram gefunden und habe halt ein paar Vorher-Nachher-Bilder gesehen und die sehen auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus. Als wissen die, was sie tun. Und deswegen war ich halt noch nie, aber ja, wir werden sehen. Ich habe ein paar Bilder dabei, so wie ich es mir vorstelle. Und dann bin ich mal gespannt, ob die das so umsetzen können. Und ja, ich will mir dann auf jeden Fall auch, ich habe jetzt im Oktober bald Urlaub und will mir wahrscheinlich wieder Extensions reinsetzen und dann natürlich auch braune Extensions und weil ich habe einfach wieder Bock auf Haare, auf lange, schöne Haare. So, dann werde ich gleich mal so langsam mich auch auf den Weg begeben zum Salon und wir sehen uns später. Okay Leute, seid ihr ready für Reveal der Haare? Tada! Oh mein Gott, ich liebe es. Oh mein Gott, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ich finde, es ist so gut geworden. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was fandet ihr besser? Ich finde das definitiv geil. Schon sehr anders, muss man sich dran gewöhnen, aber ich liebe es. Ich liebe es. So, ich bin jetzt zu Hause. Habe schnell gegessen, 2 Meals hintereinander, weil ich ein Meal ja wegen dem Friseurbesuch nicht geschafft habe. Also habe ich 2 auf einmal gegessen. Ich war extrem hungrig, das tat richtig gut. Und ja, ich glaube, mein Mann braucht noch ein bisschen, bis er zu Hause ist. Deswegen dachte ich, ich facetime jetzt ein paar Leute. Ich denke, ich fange an mit meiner Schwester. Mal gucken, ob sie rangeht. Warte, da kommt gerade Essen. Warte mal kurz, ich muss ein Paket annehmen, ja? Okay. So, I'm back. HelloFresh ist gerade angekommen. Voll schön.
Also muss ich mal irgendwie im Naturlicht noch mal irgendwie zeigen, ne? Oh ja, mach mal morgen ein Foto im Und Tageslicht. Das ist süß. sie hat im Studio mit so einem guten Licht auch Fotos gemacht und die schickt sie mir und dann kann ich sie dir auch noch mal schicken. Oh ja, cool. Oh ja, aber das sieht voll schön aus. Reaktion Nummer uno war erfolgreich. Meine Schwester wusste, dass ich den Wunsch habe, aber nicht, dass ich es tue. Und meine Mama weiß von gar nichts. Also ihr habe ich nicht mal erzählt, dass ich überhaupt darüber nachdenke, mir die Haare zu färben. Deswegen, hoffentlich geht sie ran, weil die Olle ist manchmal busy on tour. Man weiß immer nie. Hallo. Hallo. Anuf, Oui, привет. Это громко. включи свое видео. Подожди. Подожди, а что же ты сделала? Как интересно. Ну как? Это не, вообще не пойму прям. Надо живьем посмотреть. Сейчас я подожди, большой свет сначала включу, может получше будет. Темная совсем, с ума сошла. Слушай, заболела, что ли? Ты что, сгорела, точечка? Да, по-моему, да. Я в шоке просто. Нравится, но я просто в шоке. Ну, нравится, конечно, но... Сюрприз такой. Сюрприз еще какой? Ну дает. Ну ты даешь. Okay, das war meine Mama. Oh mein Gott, ich wünschte, ihr hättet ihre Gesichter gesehen. Das war einfach nur Gold wert. Aber ich hoffe, das ist auch okay, wenn ihr die Reaktion einfach nur hört und euch das denken könnt, wie ihr dabei geguckt habt. Jetzt versuche ich mal, meine Mädels zu FaceTime. Wir haben eine Gruppe, da sind wir zu fünf drin, also noch meine vier Mädels. Ich versuche die mal zu FaceTime. Mal gucken, wer da so rangeht. Wette, da geht niemand ran. Ich habe noch nie versucht, eine Gruppe zu FaceTime. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Like Oh mein Gott, ja! Hättest du jemals gedacht, dass dieser Tag irgendwann kommt? Ich auch nicht. Danke. Ja, wir haben ein bisschen geschnitten, aber ich will eigentlich wieder Extensions reinmachen. Gott. Ich fühle mich richtig gut. Was eigentlich mit den anderen Mädels? Ich habe im Group Chat angerufen. Können die noch irgendwie rangehen oder ist es zu late jetzt? Okay, Leute, es ist soweit. Ich habe eben mit live telefoniert. Wir telefonieren immer, wenn einer von uns schon zu Hause ist und einer auf dem Heimweg. Und er hat jetzt geparkt und gleich kommt er rein. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was er sagt. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Sorry,
Ich film nicht dich, ne? Ich film mich. Ich film mich. Hab ich mir gedacht. Magst du? Ich glaube, er mag's.